Ja, hallo. Greta hat in Madrid die Wahrheit gesagt, we have achieved nothing. Und da hat sie vollkommen recht, denn es nützt ja nichts, dass eine Sache irgendwo Thema ist, wenn am Ende kein Lösungsmodell vorliegt und auch nichts getan wird. Dann ist es schön, dass es das Thema gibt, dass es den Medienhype gibt, dass mal wieder ein Ferkelchen durch das mediale Dorf getrieben wird. Aber wenn nichts geschieht, heißt das, wir haben nichts erreicht. Und da hat sie recht. Und ich fürchte, das soll auch so bleiben. Denn die ganze Fridays for Future-Bewegung geht ja mit der Arroganz hin, von der Markus Lanz gesprochen hat, ja, so nach dem Motto, wir wissen, wie alles ist, wir nehmen das Angebot für den 900 Milliarden fürs Klima in 7 Jahren, innerhalb von 7 Jahren in Deutschland nicht an von den neuen Galileis, von den Scientists for Future 2. Wir nehmen auch den Kohlestopp 2026 nach 8 statt 38 nicht an, weil wir lieber Bagger besetzen und weil wir wissen ja, wie das geht. Wir brauchen ja nur ein paar Bagger zu besetzen, dann wird das ganze kapitalistische System, das alle Umweltprobleme erzeugt hat und den ganzen Planeten fast schon völlig verdreckt und vergiftet hat, das wird jetzt sein Kurs korrigieren und wird jetzt plötzlich zum harmlosen Engel, der alles repariert und so weiter. Und ja, also von daher kann man sagen, die ganze Fridays for Future Bewegung tut alles dafür, damit auch es so bleibt, wie Greta gesagt hat, wir haben nichts erreicht und wir werden auch nichts erreichen. Vielleicht geht es darum auch gar nicht, vielleicht geht es ja am Ende doch um die Spendengelder und so weiter. Aber sozusagen eine bessere Gesellschaft und eine bessere Welt scheint niemand zu wollen, auch die Fridays for Future Bewegung nicht. So, und ein anderes Thema ist KenFM im Gespräch mit Dirk Pohlmann. Ja, das ist auch wieder so ein Zeichen. Auch wir haben wir wieder, da wird so ein bisschen intellektuell rumgeplänkelt sozusagen, wo man sagen kann, ja, Intelligenz oder Lebensklugheit und Bildungsniveau überdurchschnittlich, aber leider eben nicht auf Niveau von Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Mendel, Wallace oder Darwin. Da werden so Dinge angerissen, ja, Bonobos werden angerissen, ja, dass die ja ganz anders sind und Hippie-Affen sind und so weiter. Ja, und dann wird angerissen, ja, Kooperation. Natürlich wissen wir, selbstverständlich wissen wir mittlerweile, dass Kooperation wichtiger ist als Konkurrenz oder Kampf oder Konflikt in der Evolution. Und das sind so Dinge, ja, das ist ganz gut für Anfänger, die sich ein bisschen so oberflächlich mit Wissenschaft beschäftigen. Aber das ist so, da wird da rumgedümpelt und der KenFM versteigt sich am Ende ja auch zur These, ja, der Mensch scheint das ja zu wollen, der scheint ja gar nicht zum Überleben geeignet zu sein, denn er macht ja bei all diesen zerstörerischen kapitalistischen Systemen und Herrschaftsaspekten überall mit und so weiter, ja. Ja, aber das ist wieder der Punkt, dass ich eben KenFM eben nicht vorstellen kann, dass es für die Evolution ja nur ein Wimpernschlag ist, sozusagen, dass wir jetzt mal 400.000 Jahre kapitalistisches Krankheits. Wir haben jetzt quasi einen kapitalistischen Schnupfen seit 400.000 Jahren. Aber der wird in der Evolution, in ein paar Millionen Jahren, wird sich niemand mehr daran erinnern, dass es diese 400.000 Jahre der Fehlentwicklung des Kapitalismus gegeben hat. Es sei denn jetzt die tatsächliche, es stellt sich raus, dass weder Fridays for Future noch KenFM noch all die anderen überhaupt jemand intelligent genug ist, zu erkennen, dass die neuen Galileis, die Scientists for Future 2, dass die längst das fertige Lösungsmodell für die gesamten Menschheitsprobleme fertig haben, sondern dass alle weiterrennen und am Ende eigentlich nichts erreichen und in Wirklichkeit am Ende das kapitalistische System dann nochmal gestärkt daraus hervorgeht, dass am Ende nicht System Change, not Climate Change kommt, sondern das, wie es der Dirk Pohlmann auch gesagt hat, dass am Ende die Grünen wollten das System verändern und am Ende hat das System die Grünen verändert und hat sie zu Kriegstreibern und Ähnlichem gemacht und so weiter. Und zu Kapitalismusfreunden und so weiter, die nicht begreifen, welche Schädlichkeit
im Markt und so weiter steht. Da wird kritisch gesprochen über die Invisible Hand, also die oberflächliche Interpretation von Adam Smith, Markt ist immer gut. Und das haben ja eben die Scientists for Future 2 natürlich längst aufgezeigt und nachgewiesen, dass Markt eben, dass es schlechten Markt gibt und guten Markt und dass nur, dass der schlechte Markt eben alles zerstört. Und nur guter Markt, wenn dann überhaupt einen Nutzen entfaltet. Ja, also von daher kann man sagen, es ist traurig. Das Problem ist sozusagen, dass überdurchschnittlich kluge Menschen leider nicht sehr klug sind, sondern nur überdurchschnittlich klug. Also die ganzen überdurchschnittlichen Klugen und die durchschnittlich Klugen und die unterdurchschnittlich Klugen sind eben leider nicht die Lösung des Problems, sondern das Problem. Ja, deren mangelnde Klugheit, Feindschaft gegenüber den sehr Klugen, gegenüber den Kopernikus, Keplers, Galileis, Newtons, Mendels, Wallace und Darwins, das ist das Problem, dass die neuen Galileis jetzt hier stoßen auch wieder auf eine Wand von mangelnder Klugheit, die noch nicht einmal in der Lage ist, ein fertig existierendes System gründlich zu lesen und zu verstehen, zu versuchen, dass sie das noch nicht einmal schaffen. Das ist das Traurige in der Situation. Ja, bis bald. Tschüssi.